Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Also heute ist Freitag und ich mache euch heute... Oh mein Gott, warum ist mein Hals denn so orange? Hä? Okay, egal. Auf jeden Fall mache ich heute so einen Freitag-Vlog. Und da ist null Speicherplatz drauf, läuft. So, ich habe mein... jetzt ein bisschen mehr Platz gemacht. Jetzt kriege ich auf jeden Fall mein Gesicht ein. Wie gesagt, ich wollte heute einfach mal wieder einen Vlog machen, einen chilligen Vlog. Heute ist Freitag, heute steht eigentlich schon viel an. Und zwar, also erstmal habe ich heute ein Zeugnis bekommen. Und ich kann euch gleich, also oder später mein Zeugnis mal zeigen. Ich bin zufrieden, aber irgendwie auch nicht. Also ich habe mich verbessert und ich habe mich verschlechtert. Zum Beispiel letztes Zeugnis hatte ich gar keine 2, aber jetzt habe ich 3 2. Aber letztes Zeugnis hatte ich auch nicht so viele 4 wie jetzt. Also ist so ein Mischmasch. Ich will sogar, also jetzt halt das erste Halbjahr, ich kann mich halt noch verbessern. Werde ich auch, also ich hoffe. Und wir haben so einen Zettel bekommen, diesmal. Da steht halt so, welchen Abschluss man mit diesem Zeugnis haben könnte und ich habe Realabschluss. Und das ist ja sowieso gut, weil ich will ja sowieso kein Abi machen, wenn ihr euch das Lebensupdate angeguckt habt. Und ja, heute ist auf jeden Fall der Plan, also gerade mache ich mich halt fertig. Ich muss in einer Stunde fertig sein mit allem, mit meinem Auto, mit meiner Tasche gepackt, mit meiner Schminke, mit meinen Haaren, mit allem. Und dann geht's, jetzt muss ich das einziehen, dann geht's ins Zentrum mit meiner Freundin, weil... Wir haben so gesagt, also als ich Geburtstag hatte, hat sie mir Sachen geschenkt und wir waren so shoppen auf ihr Nacken. Und jetzt machen wir das gleiche, andersherum. Auch ein bisschen was gucken gehen, weil ich liebe das. Und Leute, Lamias Zeugnis ist so gut, dass ich überlege, ihr auch irgendwas zu holen, weil sie hat einfach nur 2 und 2 Dreien. Das ist erstmal Noten für sie und sie hat so gute Noten. Sie kann so stolz auf sie sein, das ist wirklich richtig gut. Ich wusste das. Wo ist das jetzt hingedingst? Leute, ich hasse es. Diese Tube. Ich hasse diese Tube. Die spritzt immer überall hin. Ich zeige euch das jetzt. Guckt euch mal diesen Fleck an. Das ist bis dahin. So Leute, ich habe mich jetzt fertig geschminkt. So sehe ich aus. Nur Make-up-Routine kommt auf jeden Fall noch. Das war eine Schminke. Ich finde die echt schön. Ja, auf jeden Fall habe ich hier diesen Pulli angelassen. Jetzt habe ich noch... Das Licht ist ja richtig schlecht. Gottenschlecht ist das Licht hier. Ich lasse das jetzt einfach hier. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt einfach so eine Leggings an. Und über die Leggings sehe ich dann jetzt meine Cargohose. Weil es sonst irgendwie, glaube ich, zu kalt wird. Und ich habe keinen Bock, dass es kalt wird. Ich glaube, ich nehme auch nicht meine Tasche mit, weil ich habe hier... Diese Taschen an der Cargohose. Und das reicht. Weil ich habe halt nur diese Taschen, die hier so hängen. Und ich habe dann echt keinen Bock, dass die wegen meiner Jacke dann die ganze Zeit runterfällt oder so. Deswegen. Oh, mein Make-up sieht echt toll aus. Genau. Ich habe jetzt noch. Wie lange habe ich denn noch? Wir haben 7 nach. Ich muss in 10 Minuten los sein. Wie gesagt, ich packe nicht meine Tasche, deswegen packe ich kurz meine Dings hier. Meine Cargo-Tasche, sag ich mal. Ich nehme meinen Lip-Liner mit. Ich nehme den immer von... Ach, das ist Manhattan. Ich nehme den immer von Catrice in der Farbe 040. Und dann nehme ich noch meinen Carmex mit als Lipgloss. Weil der ist halt so ein bisschen wie ein Lipgloss. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Meine Karte. Mein Busticket. Meine Kopfhörer. Meine Maske. Mein Handy. Die Kamera. Ja, wo packe ich die Kamera hin? Passt da meine Kamera rein? Ich habe echt keinen Plan. Egal, ich nehme die jetzt einfach mit. Dann muss ich gleich den Bus nehmen. Ich habe keine Lust, wir fahren nämlich richtig lange Bus. 1 Stunde. Und dann fahren wir mit dem Zug.
Da, hier habe ich meine Karte, dann brauche ich noch mein Schokoticket. Die Frage ist, wo ist mein Schokoticket? Jetzt mache ich noch mal ein Parfüm drauf. Ich bin ready to go. Wir sind jetzt in Sephora, wir sind angekommen und wir sind gerade bei Milk, aber hier sind die Sachen irgendwie teurer als im Internet. Die kosten jetzt 7 Euro mehr. Wir wollten diesen Bronzer holen. Ja. Das ist ein bisschen, kostet hier 19 Euro, Leute. wie machen wir das? Wie sehe ich die Nummer? So Leute, das sind die verschiedenen Farben. Oh, ich glaub, ich ist das mit Glitzer? Ich glaube schon. So, das ist der ganz dunkle, das ist der hellere und das ist der... Oh, Highlighter. Das ist der Highlighter. Ja, Bro, ich glaube, für den helleren nehmen. Ja, den, ja. Baked. Okay. Mach mal, schieb mal auf. Dann los. Da, ist da. Ja. Okay. Yeah. Gut. So, Leute, wir sind jetzt bei Rare Beauty. Und ich wollte mir eigentlich diesen Blush holen, aber irgendwie... Ja, guck mal, die sind alle ausverkauft. Nein, doch nicht. Ja, aber nur noch diese Farbe. Ah. Aber eigentlich, die geht doch voll. Mach mal, oder? Warte, ich probiere gleich. Die ist halt sehr orange. Ja. Und, aber Highlighter fand ich auch schön, aber wo sind Highlighter? Das da? Ja. Oh, die sind echt schön. Ich guck jetzt mal. Mal gucken. Welche Farbe ist denn schön? Die hier, ne? Die ist so gold. Ja, so. Das goldene eher. Ja. Das ist anders, das ist doch pink. Wir probieren das jetzt aus. Warte. Oder? Test es. Oh, oh shit. Der, das Alter. Ist, das ist richtig krass. Das ist richtig pigmentiert. Nee, doch nicht. Ist das ein Lip? Ist das nicht? Das ist Highlighter. Das ist, hä? Flüssiger Highlighter. Okay, man darf einfach nicht viel benutzen, ne? Ja. So Leute, wir sind jetzt in Zara. Die sucht sich hier ein Oberteil aus. So ein Langarm-Oberteil. Und dieser Mann dachte... Kurz Storytime. Oh, oh. Scheiße. Dieser Security-Mann dachte, wir haben geklaut, weil wir... was von Milk genommen haben, aber das wieder weggepackt haben, weil das kostete einfach 9 Euro mehr. Und er dachte, wir haben was geklaut. Das war ein bisschen peinlich. Für dich, also. Leute, wir sind jetzt bei DM. Ich habe jetzt hier meinen Lip Liner geholt und es ist mir sehr unangenehm, in der Öffentlichkeit zu filmen. Aber ich suche den schon seit 2 Monaten oder so. Und jetzt suche ich irgendwas für Lamia. Die gucken alle. Wir sind bei Douglas. Wir gucken uns hier gerade ein paar Sachen an und... Ja, es ist echt laut hier, Leute. Wir waren gerade bei Kiko und haben ein paar Sachen gekauft und getestet. Ja, jetzt gucken wir hier noch ein bisschen rum. Haben wir keine Strohhalme? So. Oh. Man darf dich ja nicht sehen. So Leute, wir sind jetzt vom Zentrum raus. Wir haben ein paar Sachen gekauft. Ich zeige euch die gleich im Zug. Und jetzt probiere ich. Was ist das? Oh. Ich probiere jetzt von Macis so ein Ding. Heiße Tasche. Mit Cookie. Oreo. Ich glaube, also manche sagen ja, das schmeckt nicht. Ich glaube, das schmeckt auch nicht. Das habe ich gegessen. Nee. Nein? Nee. Ehrlich nicht? Nee. Ich mag das voll gerne. Es war... Oh! Das schmeckt nicht ganz wie meine... Ja. Ich mag das. Was heißt das? Apfeltasche. Oh. Wir müssen übrigens jetzt unser Bus nehmen. Wo ich hier hocke. Unser Bus... Was will der? Du siehst, dann ist das so lustig. Guck mal. Guck einfach. Ja, wollte ich nochmal neu reden. Wir müssen jetzt gleich unser Bus nehmen, der kommt, unser Zug. Nee, ich lasse das jetzt drin, ne? Ding, 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 ding. Nein. Ja, dann hör auf. Wir müssen jetzt unser Bus nehmen. Sie verreckt. Der kommt in 10 Minuten und wir müssen eigentlich jetzt los. Und ich habe gar keinen Bock, so lange nochmal zu fahren. Du? Hast du Bock, so lange nochmal zu fahren? Nein. Ich gar nicht. Egal, wir sehen uns im Zug. Tschüss. So Leute, wir sind jetzt im Zug und wir zeigen euch jetzt die Sachen, die ich Marcella zum Geburtstag gekauft habe. Film ich überhaupt?
Das Leute, das ist von Kiko. Ja, das haben wir geholt. Das ist so richtig schön mit so Lipgloss und Nagellack. Das sieht echt toll aus. Ja. Einmal das. So, die Verpackung sieht schön aus. Ja. Dann so ein Oberteil. Oh, ist dreckig. Von Zara. Das ist so ein enges Oberteil in Grau. Ja. Das sieht richtig schön aus. Sieht so aus wie von Skims. Ja. Skims du. So, dann. Von Pandora. Wir haben beide diese Armbänder. Aber hier. Die hier, das hat die auch. Und dann haben wir uns so Partner, also ich habe das auch geholt. Das ist irgendwann mal natürlich, ich kann es euch gleich zeigen. So einen Charm geholt. Das haben wir beide für unsere Freundschaft. Auf süß. Und dann bestelle ich noch was vom Milk, weil das war dann irgendwie viel teurer. Ja. Das kriegst du dann auch noch von mir. Das bezahle ich aber Zalando. Und ja, meine Sachen zeige ich euch später und die hinter uns singen. Peace out. So Leute, ich bin jetzt wieder zurück und ich fange einfach mal direkt mit der Storytime an. Die ist sehr scheiße. Und zwar waren Marcella und ich so kurz davor zu heulen im Bus. Wir waren nämlich im Bus von Oberhausen zurück. Dann gucken wir es auf Insta, dann zeigt die mir dann eine Story. Ich sehe, die Story ist von Aileva. Und übrigens, Leute, die wird einfach Aileva ausgesprochen. Ich wusste das gar nicht. Aileva? Mhm. Lemmy ist auch hier. Und dann sehen wir da, die war in Oberhausen vor einer Stunde. Genau da, wo wir im Bus saßen, eine Stunde, war die in Oberhausen. Die ist also dann gekommen, als wir gegangen sind. Und wir haben uns so geärgert. Ich hätte die mit ins Vlog reinmachen können. Fotos, alles, Leute. Und das ärgert uns so dolle. Ich glaube, es gab noch das so eine Storytime fürs Leben. So, und dann willst du das zeigen? Ja. Joanna war halt gerade einkaufen. Und das wollte ich halt schon immer haben. Ja, das wollte aber ich schon vor 2 Monaten. Teuer. Ja. Hat sie sich schon so seit Weihnachten gewünscht. Mhm, und ich habe es nicht bekommen. Und jetzt hat sie es von mir bekommen. Sie hat sich so gefreut, Leute. Also, dann liegt ja ein richtig gutes Zeugnis. Und. Weißt du, wie viel ich dafür bekommen habe? Wie viel? 30 Euro. Echt? Ja. Ich bin dümmer als Lamia. Ja, du musst eben Oma hat gesagt, ja, noch zum dass Beispiel du mit geschrieben. Morgen auch noch kommst. Was ist das? Ist egal. Ja, das habe ich. Glaub, das ja. Auf jeden Fall habe ich ihr dieses Emir-Buch geholt und da hat sie richtig viele Seiten. Also da sind 200 Seiten drin, die die jeden Tag machen kann. Mhm, und Joanna? Ja. Also nee, warte. Joanna und ich haben gerade schon eine Seite gemacht. Ja, so eine Schnick-Schnack-Schnuck-Challenge. Ja, das war die Seite 10, da ist dann halt so ein Schnick-Schnack-Schnuck und Joanna hat gewonnen. Yeah! Ja, und jetzt mache ich euch ein Haul von den Sachen. Ihr habt ja schon mal Chillers Sachen gezeigt, deswegen zeige ich euch jetzt meine Sachen. Aber davon muss ich wieder die Speicherkarte leer machen. So, jetzt mache ich weiter. Und zwar habe ich mir was von Pandora geholt. Es sieht so schön aus, Leute. Ich zeige es euch gleich nochmal in der Nahaufnahme. Und zwar habe ich hier dieses Armband. Das hat ja Marcella auch bekommen. Und da haben wir uns so einen Charm geholt, was so einen Freundschaftscharm. Wir haben das uns beide geholt. Ich kann es euch gleich nochmal genauer zeigen. Und das war auch ein Geschenk von mir an sie. Und jetzt haben wir so einen Freundschaftscharm, weil wir sind ja schon 5 Jahre befreundet. Und ich finde das so unglaublich schön. Dann habe ich endlich bei NYX von NYX diesen Lip Liner in der Farbe Brown geholt. Endlich, Leute. Ich habe so viele Lippenkombis gesehen auf TikTok, die alle halt Lippen umranden und damit einen Lipgloss machen. Und ich habe mir jeden Lipgloss geholt für diese Kombi. Einmal von Douglas, einmal von NYX und so. Weil es gibt so verschiedene schöne. Und ich habe mir immer der Lip Liner gefehlt. Und jetzt habe ich ihn endlich. Jetzt kann ich endlich meine Lippen machen. Joanna. Ja? Nein, muss man die Fehler finden. Ist doch geil. Das Buch ist voll cool, oder? Ja, das ist schon witzig. So, und dann war ich bei JD und da habe ich 2x Nike-T-Shirts geholt. Und das, ich fand, da habe ich es gesehen, ich habe mich verliebt. Weil ich finde, grün ist eine Farbe, die mir eigentlich sehr gut steht. Kann man hier mal so sagen. Und dieses Nike-Zeichen ist rot und an diesem T-Shirt ist einfach alles schön. Und da war halt dieses 2 für 40 Euro. Und dann habe ich das gleiche nochmal für Miko geholt. Da haben wir so ein Partner-T-Shirt und der wird sich bestimmt echt freuen. Ja, das ist echt süß und die Farben sind wow.
Und dann, Leute, war ich bei Kiko. Die hatten über alles was Sale. Und die waren auch richtig, richtig freundlich. Ich habe mir aus dieser, also das war im Sale von 12 Euro, einfach auf 6 Euro. Und Leute, ich habe es eigentlich nur gekauft wegen der Verpackung. Dann guck mal, diesen Lippenstift habe ich mir gekauft. Warte. Jetzt kommt der hier nicht raus. Aber warum? Moment. Moment. Ich will die Verpackung nicht kaputt machen. Der ist in der Farbe 06. Und bei mir, guck mal, wie schön. Guck mal. Ey, das macht so eine Sauer, ne? Guckt gleich, Leute, guckt euch mal an, wie schön der ist. Ey, du Anna, ne? Ja. Ey, hier steht, wenn du es geschafft hast, kannst du auf Seite 64 die schwierigere Variante ausprobieren. Und die ist ja schon mal schwierig. Ich habe zwei Sachen nicht gefunden. Echt? Ich habe die gleich. Die hat man nicht mal gesehen. Echt? Ja, da fehlt ein kleines Stück Daumen von dem. Der muss halt genau... Blatt! Muss es so halt wieso achtet man denn auf die Blätter? Da muss halt genau gucken. Ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Lippenstift geholt, Leute. Eigentlich nur wegen der Verpackung. Das ist die Farbe. Ich wollte eigentlich eine andere, aber die war ausverkauft. Und ja, diese Farbe ist sehr dunkel. Oh Gott, da kommt der Carlos. Die Farbe ist sehr dunkel, aber wenn man die auf dem Finger hat... Ich will das eigentlich nicht machen, weil... Das tut mir irgendwie so weh. Aber das ist so ein Rot. Und dann kann ich... Habe ich überlegt, den hier so zu machen und dann hier einfach so mit dem Pinsel zu verblenden. Das heißt, das ist dann so schön. Ich kann euch das mal irgendwann zeigen auf Insta. Ja, aber ich habe den eigentlich gekauft wegen der Verpackung, weil die ist einfach... Wow, Carlos, guck mal diesen Lippenstift, diese Verpackung. Toll, oder? Grau und Glitzer. Das ist Silber. Genau, Leute. Und jetzt zeige ich euch noch mal ein Pandora-Ding. Aber bevor ich das mache, erzähle ich kurz über mein Zeugnis. Und zwar ist es, ich habe mich verbessert und verschlechtert. Ich glaube euch so, ich habe 3,2 in Sport, in Musik und in Mathe. Dann habe ich so 2,3,3 und leider glaube ich 6,4. Es ist eine Katastrophe. Aber das ist halt auch erst das erste Halbjahr. Warte kurz bei mir. Das ist halt erst das erste Halbjahr. Das heißt, das zweite Halbjahr kann ich mich mega verbessern. Und wenn ihr mein Lebensupdate geguckt habt, muss ich mich für die 10. Klasse komplett anstrengen. Also da setze ich mich, glaube ich, auch von meinen Freundinnen weg, weil dann kann ich mich konzentrieren, weil das ist ja dann mein letztes Zeugnis. Und dann haben wir noch einen Zettel bekommen, wo drauf steht, also angekreuzt ist, welchen Schulabschluss wir mit diesem Zeugnis, was wir jetzt bekommen haben, haben könnten. Und ich habe einfach meinen Abschluss bekommen, also hätte ich bekommen. Ich habe einfach den mittleren Schul-, also Realabschluss, sage ich mal so, bekommen. Und das ist ja das, was ich unbedingt möchte, weil ich ja kein Abi machen will. Und ja, das ist ja dann... der bessere Abschluss und ich finde das so gut, aber ich lege mich so ins Zeug, dass man so ins Zeug, dass mein nächstes Zeugnis wird. Das ist ASMR. Was ist? Ich packe gerade mein Ding aus, was ich mir gekauft habe. Leute, da seht ihr das? Das ist ein Herz und dann ist da so ein Glitzer. Und das sieht so schön aus. Da ist das Herz. Das ist echt ein Traum. Also, wie kann ich das denn richtig ästhetisch hinlegen? Wow. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich glaube, das ist nicht so lang geworden, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war es eigentlich mal so ein spannendes Video, weil ich eigentlich meiste Zeit nur gefilmt habe, wo ich draußen war mit meiner Freundin. Ja, es ist einfach so ein entspanntes Video. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und folgt mir auf jeden Fall auf Insta und auf TikTok. Auf Insta heiße ich xjoannamaria. Und auf Insta heiße ich so. Und auf TikTok heiße ich joannamaria.tr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!